Alle staunen momentan über FTX Capital und die katastrophale Corporate Governance, die zum Zusammenbruch der Kryptobörse geführt hat. Es könnte aber sein, dass in Kürze ein weiterer Skandal ans Licht der Öffentlichkeit kommt, der mindestens mit dem FTX Capital Skandal mithalten kann und von dem niemand Geringeres als die unvermeidliche Cathie Wood ebenfalls betroffen sein könnte, weil es sich um ein Milliardenunternehmen von der Nasdaq handelt. Sei gegrüßt, lieber Bastian, willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe in meiner Zeit als Finanzjournalist wahrlich schon viele Hitpieces gelesen, als Analysen von Shortsellern, aber ich bin selten auf ein Teil gestoßen, das einerseits derart gut recherchiert war und andererseits derart inhaltlich vernichtend war für das betreffende Unternehmen wie den aktuellen, um den es in diesem Video geht. Und ich kann euch versprechen, das seht ihr nur hier auf dem Aktienkanal, nirgendwo anders, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen, es lohnt sich einfach, den Kanal zu abonnieren, einfach unten aufs Glöckchen, das Glöckchen aktivieren und auf den Abonnieren-Button klicken. Worum geht es? Synthetische Biologie, eine der Hype-Branchen der letzten Jahre, quasi natürliche Systeme künstlich nachzubilden mit Hilfe synthetischer Biologie und um weitere neue Eigenschaften zu ergänzen. Aus Sicht von uns Anlegern extrem reizvoll, allein schon die Kombination aus Hightech und Biologie, die lässt die Dollarzeichen in den Augen leuchten bei vielen Spekulanten. Und die Story, die Twist Bioscience seinen Investoren hier erzählt, die passt da komplett ins Bild. Denn das Handwerkszeug bei der synthetischen Biologie ist DNA. Und DNA ist ja wie ein Buch, das die Bauanleitung des Lebens enthält. Alle Teile von Lebewesen, also auch Spucke, Muskeln und so weiter. Außerdem steht in der DNA auch, wo diese einzelnen Teile hergestellt werden sollen. Und dabei ist es letztlich so, es ist mittlerweile relativ einfach, DNA, die es bereits gibt, zu kopieren. Aber DNA mit neuen Sequenzen zu produzieren, das ist wesentlich schwieriger. Und genau hier setzt Twist an, man behauptet, man habe ein Labor auf einem Chip entwickelt, mit dem man auch komplizierte neue DNA-Sequenzen rasend schnell und mit einer geringen Fehlerrate drucken könnte. Die eigene Technologie sei nichts anderes als revolutionär, hieß es im IPO-Prospekt, und die Story entwickelte sich am Aktienmarkt tatsächlich zu einem Mega-Erfolg. Die Twist-Aktie ist seit dem IPO im Oktober 2018 bei 14 Dollar innerhalb von 2 Jahren auf über 200 Dollar in der Spitze gestiegen, seht ihr hier im Chart. Anfang 2021 lag die Marktkapitalisierung bei knapp 12 Milliarden Dollar, also vergleichbar mit der von Wirecard in ihren guten Zeiten, sofern es die jemals gab. Und mit Theranos übrigens, die hatten damals in der Spitze rund 10 Milliarden Dollar erreicht, waren aber nicht börsennotiert. Zu Theranos komme ich gleich noch. Inzwischen hat Twist fast 90% vom Hoch verloren, die meisten Analysten. Die sind aber trotzdem weiter optimistisch, denn die achten auf die Zahlen und die weisen steigende Umsätze aus auf und steigende Bruttomargen. Und das sind die beiden Kennzahlen, aus denen sie den operativen Erfolg ableiten. Stark steigende Umsätze bedeutet ja letztlich steigende Marktanteile, und stark steigende Bruttomargen könnten wir interpretieren als eine steigende operative Effizienz. Das heißt, man könnte es so interpretieren, dass man mit dieser Weiterentwicklung des Labors auf dem Chip gut vorankommt, und die Aktie sei halt deswegen so stark gefallen, weil Wachstumsaktien insgesamt so stark gefallen seien, heißt es, und das stimmt ja natürlich auch. Hier kommt jetzt aber Scorpion Capital ins Spiel, der Shortseller. Und Scorpion sagt, Twist sei eine tickende Zeitbombe. In Wirklichkeit ein ganz einfacher DNA-Produzent mit einem qualitativ minderwertigen Produkt. Twist betreibe sogar eine Art Schneeballsystem, das auf Preisdumping basiere und Kundensubventionen. Man kauft sich quasi die Umsätze selber ein und kreiert damit die Illusion von Wachstum, genau so wie die Wall Street das sehen will. Und weiter, Twist betreibe diesen Preiskrieg regelrecht exzessiv. Sogar die chinesischen Anbieter seien schockiert von diesen Preisen. Aber wenn das stimmt, wie kann es dann eigentlich sein, dass Twist diese hohen Bruttomargen aufweist, die ich gerade genannt habe? Also teilweise über 45%. Nun, ganz einfach, indem man einen der beliebtesten Tricks der Bilanzmanipulation anwendet, behauptet zumindest Scorpion Capital, denn man deklariere eigentlich operative Kosten als Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Und dafür hat man gleich zwei Fake-Projekte in den Start gebracht. Angeblich plant man den Bau einer hochmodernen Zukunftsfabrik in Portland, Oregon in den USA, um die Durchsatzgeschwindigkeit bei dieser DNA-Synthese nochmals dramatisch zu verbessern. Die Fabrik soll 100 Millionen Dollar kosten.
Und Scorpion hat da jetzt Privatdetektive hingeschickt und die sollen mit der Botschaft zurückgekommen sein, dort sei gar nichts, nur leere Hallen. Und zweitens haben wir ein DNA-Data-Storage-Programm am Laufen, da will man 40 Millionen Dollar investieren. Und Scorpion sagt, niemand weiß eigentlich genau, was da dahinter stecken soll. Das sei nur heiße Luft, dieses DNA-Data-Storage-Programm. Und was das eigentlich sein soll, die Botschaften darüber, die würden sich ständig verändern. Tatsächlich seien die Kosten, die diesen beiden Fake-Projekten halt zugeordnet wurden in der Bilanz, operative Kosten. Und diese operativen Kosten, die wurden immer höher, weil man mit diesem angeblichen Labor auf einem Chip überhaupt nicht gut vorankomme, weil es hinten und vorne nicht funktioniere und die DNA stattdessen mit Verfahren hergestellt wurde, die 40 Jahre alt seien. In Wirklichkeit sei die Bruttomarge sogar negativ. Falls das tatsächlich stimmt, dann wird mich das fatal an die genannten Theranos erinnern. Einen der größten Betrugsfälle im Pharma-Medtech-Sektor der letzten Jahre. Die haben ja damals behauptet, ihr Wundergerät könne hunderte verschiedener Bluttests durchführen, auch auf so einem kleinen Chip. In der Praxis hat sich dann aber herausgestellt, dass sie die Geräte von Siemens verwendet haben, weil das eigene System überhaupt nicht funktioniert hat. Übrigens das Buch dazu, Bad Blood von John Carreyrou, der den Skandal maßgeblich mit aufgedeckt hat, ist absolut empfehlenswert. Solange die Wall Street aber an die Story von Twist glaubt, solange kann das Unternehmen via Kapitalerhöhungen immer neues Geld einnehmen und das Ganze kann immer weitergehen. Und die Frage ist natürlich auch, was ist mit dem Gesicht hinter Twist? Diese Dame hier, Dr. Emily LeProust, die gilt, ähnlich wie das bei Sam Bankman-Fried von FTX und im Kryptosektor der Fall war, als eine Art Superstar in ihrem Bereich, nämlich der DNA-Sequenzierung. Sie war früher bei Agilent Technologies, US-Kürzel A, ein renommiertes Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der DNA-Sequenzierung geleistet hat. Und es heißt, Emily LeProust sei maßgeblich daran beteiligt gewesen, an diesen Entwicklungen, zumindest die Geschichte, die nach außen erzählt wird. Und LeProust hat jetzt im Jahr 2013 Agilent verlassen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen mit zwei Partnern. Und dieses Unternehmen ist eben Twist Bioscience. Das klingt natürlich auch super, so nach dem Motto, ja, brillante und ehrgeizige Wissenschaftlerin verlässt den schwerfälligen Großkonzern und versucht auf eigene Faust die Bio-Revolution voranzutreiben oder irgendwie so in der Art. Gewisse Kratzer am Image, die gab es allerdings schon vor ein paar Jahren, als nämlich Agilent Twist verklagt hat mit der Behauptung, LeProust habe von ihrem ehemaligen Arbeitgeber vertrauliches Material gestohlen. Und das Ganze, und Agilent hat sogar versucht, das IPO von Twist zu verhindern daraufhin. Das Ganze hat dann in einem Vergleich geendet. Twist musste Agilent 22,5 Millionen Dollar bezahlen, ohne dass letztlich klar war, was an den Vorwürfen dran ist offiziell. Aber man kann sich denken, dass etwas dran gewesen sein muss, sonst hätten sie nicht 22,5 Millionen Dollar bezahlt. Und es gibt noch etwas, das sehr verdächtig ist, nämlich im IPO-Prospekt wurde ein eher mysteriöses Unternehmen mit Sitz auf den Cayman Islands als größter Aktionär mit knapp 15% von Twist genannt. Und diese Ever Alpha Limited Partnership hat angeblich 70 Millionen Dollar in Twist investiert, hat sich aber im Gegenzug, oder Twist hat sich im Gegenzug verpflichtet, selber 25 Millionen Dollar in einem Zeitraum von 3 Jahren in China zu investieren. Also irgendwie so ein Roundtrip, ganz, ganz ungewöhnlich. Aber Scorpion hat noch weiter nachgeforscht und herausgefunden, dass die Spur von Ever Alpha nach China führt, zu einem Unternehmen namens GF Securities. Und GF wiederum, die seien in einem der größten chinesischen Börsenskandale überhaupt verwickelt gewesen, nämlich der um die Pharmafirma Kanmei, die ihrerseits den Cashbestand um 4,3 Milliarden Dollar umgerechnet so hoch ausgewiesen hat und dann pleite ging. Wirecard, anybody vielleicht? Egal, jedenfalls ist es mehreren Mitarbeitern von GF verboten worden, daraufhin ihren Beruf weiter auszuüben, unter anderem auch Lin Zihai und Kui Lin. Und das sind wiederum die zwei Personen, die bei Twist als Stimmrechts- und Entscheidungsmacht für diesen Alpha Fund, also der investiert hat, in Twist eingetragen sind. Und es gibt noch zwei weitere Vehikel, 3W Partners und NFT, die beide ihren Sitz in Hongkong haben, beide am gleichen Standort, also auch hier. Es stinkt alles ziemlich zum Himmel und es gab noch viel mehr, was Scorpion Capital aufgedeckt hat in dieser Short-Analyse. Der Report umfasst 236 Seiten insgesamt. Ich verlinke euch den unten nochmal. Und es gibt letztlich drei Gründe, warum ich persönlich
davon überzeugt bin, dass Scorpion Capital richtig liegt. Erstens, die Vorwürfe sind so haarsträubend und schwerwiegend und von so vielen verschiedenen Quellen auch bestätigt, zumindest was das operative Geschäft betrifft. Das kann kaum falsch sein und das kann sich eigentlich kein Mensch ausdenken. Zweitens, der Short Report ist wirklich einer der besten, der qualitativ besten, die ich jemals gelesen habe. So sehr in die Tiefe gehen, Scorpion hat jeden Stein umgedreht, so scheint das zumindest, wenn man das liest, und hat wirklich unglaubliche Dinge da ans Licht der Öffentlichkeit befördert. Und drittens, Scorpion hat zuvor bereits zwei Aktien aus dem Sektor synthetische Biologie unter die Lupe genommen und da Short Reports veröffentlicht. Ginkgo Bioworks, US-Kürzel DNA, und Berkeley Lights, US-Kürzel BLI. Der Kurs der einen Ginkgo, der ist seither um 78% gefallen. Ihr seht hier schwarz eingekreist im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Short Reports. Und der Kurs der anderen Aktie von Berkeley Lights, der ist um 90% eingebrochen. Hier wieder der Chart auch mit entsprechender Kennzeichnung. Und die Vorwürfe von Scorpion bei diesen beiden Aktien, die konnten nicht widerlegt werden und ganz offensichtlich hat Scorpion hier auch richtig gelegen. Heißt also auch, Twist scheint sich in der Branchenumgebung zu bewegen, in der insgesamt in großem Stil getrickst wird, zumindest was die börsennotierten Unternehmen betrifft, ist von diesem Synthetic Biology Hype nicht mehr viel übrig. Auch der Kurs des Urgesteins Amyris, also des Börsenurgesteins Amyris aus der Branche, sieht genauso katastrophal aus. Und jetzt an der Stelle nochmal kurz zu mir und meiner Einschätzung der Branche. Es ist absolut richtig, ich war ursprünglich mal bullish für Aktien aus dem Bereich synthetische Biologie, unter anderem auch für Amyris. Mich hat die Story absolut fasziniert. Ich habe dann aber bereits vor über einem Jahr ein Video gemacht mit dem Titel Warnung vor diesen Aktien, hier auf YouTube veröffentlicht. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Dabei ging es unter anderem um Ginkgo Bioworks und Berkeley Lights, vor denen ich gewarnt habe. Also ich habe meine Meinung schon länger geändert. Und noch ein Disclaimer, ja, ich selber habe eine Short-Position bei Twist Biosciences. Kurz vor der Aufnahme dieses Videos hat Twist jetzt am frühen Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr auch Quartalszahlen gemeldet. Also 18. November schreiben wir heute. Die Quartalszahlen sind sehr gut ausgefallen, auf dem Papier zumindest. Und die Aktie steigt deutlich vorpostig. Es kann also gut sein, dass es zunächst zu einem Short-Squeeze kommt. Wir sind jetzt aktuell um 14 Uhr bei 28,70 Dollar, genau, aktueller Kurs. Und natürlich kann ich persönlich falsch liegen mit meiner Einschätzung, beziehungsweise Corporate Capital kann falsch liegen. Es kann dann passieren, dass ich gezwungen werde, meine Short-Position mit Verlust wieder einzudecken. Und überhaupt, der Leerverkauf von Aktien ist eine sehr gefährliche Sache und nur etwas für Profis. Falsch liegen mit ihrer Einschätzung kann aber auch jemand anderes, nämlich eine gewisse Cathie Wood, die hat Twist nämlich hochgewichtet bei ARK Invest im Genomic Revolution ETF mit immerhin 3,88% auf Platz 8 und sogar im Flaggschiff vor dem ARK Innovation ist die Aktie mit 1,92% gewichtet. Wobei man hier auch bedenken muss, früher war die Gewichtung noch viel höher, die Aktien ist ja schon massiv gefallen. Und bei Ginkgo Bioworks ist im Übrigen auch investiert. Und ich halte es für gut möglich, dass das Engagement mit einem Totalverlust für die einstige Star-Fondsmanagerin endet. Und damit würde das ein weiterer massiver Image-Schaden für die Dame bringen. Und große Namen sagen ja bei Fonds nicht viel. Ich will mal kurz an Tim Albrecht erinnern von DWS. Der war ja bis zum Schluss auch in Wirecard investiert. Soviel für heute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen oder ein Kanalabo. Es lohnt sich. Ich schrecke hier nicht vor unangenehmen Themen zurück. Ich sage, was Sache ist, ehrlich, direkt auf den Punkt. Und ich bin, glaube ich, zumindest der im deutschsprachigen Raum der erste YouTuber, der dieses Thema bisher aufgegriffen hat. Schönes Restwochenende euch. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao.